uns auch gesagt, dass wir mit einer klaren Rollenverteilung in die Saison gegangen sind. Trotzdem bewerten wir auch immer alle Leistungen, gucken uns auch immer alles an. Von den Abläufen, so wie man es dann vielleicht erwarten konnte, nicht alles komplett sauber, nicht alles komplett in einem Guss, speziell dann auch zweite Halbzeit, glaube ich, zu Beginn hat man gemerkt, dass wir ein bisschen durchgetauscht haben. Ein paar Jungs auch dann durch die Verletzung auf einer anderen Position gespielt haben, als es vielleicht eigentlich geplant war, als sie eigentlich vorbereitet waren. Gut ist für uns, dass wir eben alle ins Spiel gebracht haben, dass die Jungs, die jetzt zuletzt weniger auf dem Platz standen, heute gegen einen guten Gegner hier 90 Minuten sammeln konnten. Das ist das, was wir haben wollten. Natürlich willst du jedes Testspiel auch für dich entscheiden, ist uns heute nicht gelungen. Insgesamt war es ein Spiel, glaube ich, auf Augenhöhe. Wie gesagt, das Wichtigste ist für uns, dass wir die Spielzeit so verteilen konnten, dass die Jungs, die zuletzt weniger auf dem Platz standen, heute ihre Minuten bekommen haben. Wir wissen trotzdem, was wir an den Jungs auch haben. Wir wissen, was wir an den Innenverteidigern hatten, die ja zuletzt weniger gespielt haben, aus einer Verletzung kommen. Wir wissen grundsätzlich auch, was wir an Felix Agu haben oder auch an beiden Stürmern, Sennelin. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man im Rhythmus kommt, im Rhythmus bleibt für diejenigen, die jetzt wie Marco oder Toni ja zuletzt auch von Beginn an auf dem Platz standen. Und ansonsten sollte man so eine Spiele dann, glaube ich, auch nicht überbewerten, weil du einfach, weil es was anderes ist in einem Testspiel, weil es was anderes ist, wenn du dann eben auch noch Jungs aus der zweiten Mannschaft mit dabei hast, wenn du auch aufgrund einer kleinen Trainingsgruppe ein Spiel nicht so vorbereitest, wie du das sonst vor einem Pflichtspiel tust. Deshalb sollte man das, glaube ich, insgesamt nicht überbewerten. Es geht mehr um diese physischen Dinge tatsächlich, als dass man jetzt in so einem Spiel wahnsinnig viele Rückschlüsse dann immer hat auf dem Pflichtspiel. Ja, der hat eine Sprunggelenksverletzung, sieht so aus wie ein Außenbandriss. Sehr ärgerlich für ihn, für uns. Er wird ein paar Wochen ausfallen. Pavlas hat auch ein paar Wochen gefehlt, deshalb war es auch für ihn wichtig, jetzt überhaupt mal wieder auf dem Platz zu stehen. Insgesamt auch da, so wie mit allen anderen Sachen auch, ein bisschen Abläufe nochmal oder ein oder andere Ablauf, der dann vielleicht in der Defensive noch nicht so klar war. Da gehört natürlich auch immer oder gehören immer alle mit dazu, aber insgesamt war auch das von seiner Seite in Ordnung heute. Jetzt wird schon viel diskutiert, ob nicht Michael Zetterer vielleicht im Tor bleibt, wenn das nächste Spiel ansteht. Du hast immer klar gesagt, dass Giri deine Nummer 1 ist. Ist das so geblieben? Auch bleibt das auch mit Blick auf Leverkusen so? Ja, wir haben zwei gute Torhüter, das haben wir immer betont, das haben wir auch in den letzten Wochen gesagt. Zetti hat seine Sache sehr gut gemacht in den Spielen, Pavlas hat seine Sache vorher gut gemacht, haben zwei super Torhüter. Und es ist auch gesagt, dass wir mit einer klaren Rollenverteilung in die Saison gegangen sind. Trotzdem bewerten wir auch immer alle Leistungen, gucken uns auch immer alles an. Wichtig ist erstmal, dass beide wieder fit sind und dann werden wir sehen, wie wir es Richtung Leverkusen machen. Und haben zwei sehr gute Torhüter, ist auch gut für uns. Interpretiere ich das richtig, wenn ich sage, ist es dann jetzt offen für das Spiel gegen Leverkusen oder interpretiere ich das falsch? Wir interpretieren diese Sachen alle intern und dann werdet ihr das gegen Leverkusen sehen. Das ist so wie immer alles, dass wir immer alle Sachen gemeinsam entscheiden, was eine Aufstellung angeht, im Trainerteam immer über alle Sachen sprechen, alles immer bewerten und am Ende entscheide immer ich alles, das ist so. Und trotzdem ist es immer so, dass wir uns natürlich im Trainerteam über alle Sachen austauschen. Der Plan ist, dass er nächste Woche ganz normal mit ins Training einsteigt am Dienstag und dann hoffentlich auch die Woche weiter aufbelastet werden kann und dann hoffentlich auch gegen Leverkusen eine Kaderoption ist.